Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Diablo 3 Ultimate Evil Edition als Necromancer, also als Totenbeschwörer. Oh Gott, was für ein Opening. Also in der letzten Folge haben wir ja unseren hier temporären Verbündeten gefunden. Der möchte sich irgendwie an Yonda rächen. Wir wissen nicht so genau, warum, weshalb, wieso. Und ja, der begleitet uns. Wir haben nichts dagegen. Jede Begleitung ist gut, die wir bekommen. In der Welt von Diablo lebt es halt zu zweit länger. Die Welt ist eurer überdrüssig. So. Und wir haben ja in der letzten Folge Level 15 erreicht, haben ein Golem, Skelette schon, also ein kleiner Minion Master sind wir schon mal. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. Wie wir erfahren haben, er ist ein Templer. So, wir müssen... Ihr wart ein Templer, Yonda. Wie konntet ihr diesem Zirkel erliegen? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt... Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Wir haben den ein bisschen zu schnell platt gemacht, finde ich. Eigentlich Danke ist er schwieriger. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten, allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Das steht euch frei. Ich habe kein Interesse an derartigen Schriften. So. Wohlan denn, Skelettkönig. Nehmt euch in Acht. Wir können jetzt... Lasst uns gemeinsam Ehre finden. So, den nehmen wir jetzt mit. Das ist unser Begleiter. Er ist nicht nur temporär, sondern er ist unser Langzeitbegleiter. Den können wir jetzt, frei hier bestücken. Mit Gegenständen. Ich gucke erstmal, was davon wir für uns gebrauchen können. Nichts. Gut. So, und jetzt mit Season 23 kann man hier Brust, Schulter und alles drum und dran. Also alles, was wir an Equipment haben können, können wir ihm jetzt auch verpassen. Erstmal aber die Fähigkeiten. Heilt euch und den Templer. Das wird mir gute Dienste leisten. Lässt euch und den Templer Leben regenerieren oder Gegner, die den Templer angegriffen oder ihn angegriffen werden, werden langsamer. So. Stürmt auf den Gegner zu, verursacht Schaden und betäubt Gegner in der Nähe. Fügt einem Gegner einen massiven Schlag zu, erhöht den Schaden, den das Ziel und Gegner in der Nähe erleiden. Cool. So, dann war es das erstmal und wir geben ihm die Waffe. Dann kriegt er noch das und das. Ja, warum nicht? Und das. So. Er ändert sich optisch sehr wenig, muss man auch sagen. Also, er hat jetzt einen Helm bekommen, hat aber keinen auf. Also, eine Haube bekommen. Nur die Axt hat sich jetzt groß verändert. So. Und die warten, die Begleiter warten im Dorf. Und wir können mit denen dann auch reden, wenn wir die da ablegen. Wenn wir die wechseln. Und wenn man mit denen redet, dann gibt es diese speziellen Missionen, die man bekommen kann. Ich hoffe, das ist nicht gespoilert. Und dann hat er eben von den Schriften der Templer gesprochen. Ich glaube, das war so, dass wir dann mit ihm diese Mission dann erleben. Ich versuche das natürlich... versuche das natürlich zu triggern. Versprechen kann ich es nicht. So, ich rush mal ein bisschen durch. Mist. Die Welt ist eurer überdrüssig. So. Wir brauchen natürlich auch ein gewisses Grad an Level und Fähigkeiten, damit wir überhaupt
bestehen können. Weil wir kommen ja nicht bei jedem Gegner irgendwie an Leichen dran. Das heißt, wir müssen auch ohne Leichen vorankommen können. Da unten ist eine, ist ein Buchständer, so ein Buchpult. Erfahren wir was über die Background Story. Achso, falls ihr euch gefragt habt, was das für eine Kugel ist, die ich jedes Mal aufsammle. Ihr seht hier rechts Krümelchens Halskette und Ruhm der Nephalem. Eure Angriffe verursachen mehr Schaden und eure Gegner werden von gewaltigen Energieexplosionen getroffen. Weitere Machtkugeln verlängern diesen Effekt 2 Minuten verbleibend. Das sind diese Kugeln, die ich aufsammle. Die gibt es immer dann, wenn ich 10 Gegner hintereinander so gesehen töte. Und dann ist es halt dieses Massaker, dieser Massaker-Bonus, der natürlich auch mehr EP gibt. Es war Lazarus. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Ich wollte doch nur die Truhe. Also diesen Mechanismus hier kannte ich auch noch nicht. So, dann gibt es hier diese prächtigen Truhen. Wer hätte es gedacht? Die enthalten halt prächtige Sachen. So, etwas Legendäres. Oh, da seht ihr jetzt endlich mal etwas Legendäres mit einer Spezialfähigkeit. Euer Stadtportal wird nicht mehr unterbrochen, wenn ihr Schaden erleidet. Beim Wirken des Stadtportals erhaltet ihr ein schützendes Schild, der den erlittenen Schaden um 59% reduziert. Strahlt aus. Tada! Wir sehen zwar pottenhässlich aus, aber das ist nicht so schlimm. So. Hier haben wir ein Herz. Da brauche ich gar nicht gucken. Also ist das wirklich alles, was wir am Anfang haben, taugt nichts. So, hier. Knochenspeer, Knochenstachel und Knochengeist haben eine Chance von 30% Gegner 3 Sekunden lang in einem Knochengefängnis einzusperren. Klingt cool. Nehmen wir mit. Und hier haben wir Verschlingen. Schlingt Leichen in der Nähe und stellt pro Leiche Essenz wieder her. Find ich dumm. Ich dachte, das wäre Leben herstellen, dass man halt eine Leiche verschlingt. Brauche ich nicht. Ich nehme Explosion, finde ich cooler. Cool, jetzt können wir den natürlich immer mit dem Kram, den wir nicht mehr brauchen, komplett bestücken. Also das ist der Wahnsinn. Eine exzellente Wahl. Verfault und verrottet. So. Ich habe versucht zu zählen, wie viele wir getötet haben. Aber ich habe den Überblick verloren. Mach Sachen. Zerstört. Gucken wir, ob hier noch was ist. Da ist der Hauptweg, würde ich sagen. Den gehen wir nach links. Erstmal, ob es hier vielleicht nicht irgendwas gibt. Auch wenn unsere Gegner stark sind, ich ergebe mich nicht. So. Tod naht. So. Wir wirken zwar ein bisschen OP, muss man echt sagen. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert.
dich Kummer? Oder nur weil er dich in seinem Wahn an deinem Stolz verletzt hat? Und das Königsmord war ändert auch nicht die Tatsache. Düdüm. So, Tempo erhöhen. Oh, das wird jetzt cool. So, ich laufe einmal noch so durch. Schnell. Zack. Irgendwas? Nö. In der Hoffnung, hier noch irgendwo einen größeren Mob an Gegnern zu erwischen, aber vor allem mit Champions wäre es halt cool. Ah, da sind die Champions. Okay. Ich nehm's zurück. Euer Tod naht. So. Gucken gleich mal, was das jetzt alles das Level Up freigeschaltet hat. Hier haben wir einmal Zähne. Schleudert messerscharfe Zähne, die Gegner vor euch Schaden zufügen. Gut, nehmen wir mal mit. Und hier ist es. Blutsaugen natürlich. Zieht während der Dauer Heilkugeln in der Nähe heran. Erstmal nicht. Was? Du sport stattdessen das Ziel und bis zu zwei Gegner in der Nähe. Achso, ja, das hatten wir. So, und dann haben wir, glaube ich, noch hier. Nee, okay. Das Problem ist auch, weil wir jetzt hier den Golem drin haben, der eigentlich hier nicht reingehört, sehen wir die Dinger hier nicht. Und hier gibt es Altern, Egelfluch, belegt den Zielbereich mit einem Fluch. Erfolgreiche Angriffe gegen verfluchte Gegner heilen den Angreifer. Okay. Möchte ich nicht nutzen. Ich möchte weiterhin mit dem Golem herumlaufen. Nochmal gucken, ob ich jetzt irgendwas eingesammelt habe. Ja, hier. So. Gar nicht mal so schlecht. Level 17 sind wir. von 60, also wir können noch ein bisschen weiter looten. Problemlos. So. So, wir suchen ja jetzt die königliche Krypta. Gehen wir schnell nach Tristam. Zack, zack. Wieso konnte ich das nicht? Okay. Ich habe das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen gefunden. Das konnte ich auch. Sie dir mal ansehen. So. Also wir haben jetzt 20.000. Wir haben Level 17. Ich guck mal kurz, ob irgendwas Interessantes ist, was wir herstellen können. Ich würde das hier herstellen. Weil wir eine echt schlechte Rüstung haben. Anlegen. Das geht noch. Stufe 4. Machen wir das. Weise Entscheidung. So kann man sich dann immer so durchhangeln. Dann bleibt sogar noch was für unseren Templer hier übrig. So. Theoretisch, unsere Waffe könnten wir eigentlich auch aufbessern. Die Frage ist, was nehmen wir?
Das ist genau das Problem. Wir haben noch nicht viel freigeschaltet. Und das, was wir freigeschaltet haben, ist recht teuer. Deshalb lohnt es sich eigentlich in dem Sinne noch nicht. Ich versuch's trotzdem mal mit einem Dolch. Na, sag mal, ist doch nicht so schlimm. Kann ich gar nicht herstellen. Ups. So. Eine gute Wahl. So. Das ist noch nicht so weit. Habe ich alles gemacht? Ja. Und hier eigentlich sind dann immer die Gefährten und mit denen kann man dann quatschen, aber nur dann, wenn sie auch wirklich da stehen. Und da jetzt unser aber mit uns läuft, kann er nicht da stehen. Ich weiß auch gar nicht, wie man ihn wieder entlässt. So, hier kommt Lyrics Schwert. Und da sehen wir dann so eine dieser Cutscenes aus der Vergangenheit. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Das ist Lacht dann an. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leoric. Verräter, selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. So, da haben wir gesehen, wie König Leoric gestorben ist. Lacht dann an. Wer schon aus dem Buch erfahren haben, hat ihn abgestochen. So, Geschwindigkeitsbonus für 1. Eine Minute. Ich bin froh, dass uns das Schicksal auf diesem Weg zusammengeführt hat. Warum? Ihr kämpft sowohl mit Ehre als auch Leidenschaft. Ich weiß, dass in euch eine reine Seele brennen muss. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen. Und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten, baufälligen Kloster, das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies uns... Ihr wagt es, das Lebensgarne in mein Grab zu tragen? Wir werden euch zu Fall bringen, Höllenbrut! Achso, das sind die Zähne jetzt, ja? Okay, Wahnsinn. Statt dieser Speere habe ich jetzt diese Zähne. So, war's das? Scheinbar ja. Da-dum. So. Aber so ist die Story eigentlich recht interessant. Achso, bevor ich jetzt was Falsches sage. Hier oben ist der Weg. Ich müsste jetzt eigentlich den Weg nur nach oben folgen. Ich gucke nur, ob hier vielleicht noch irgendwo ein Bildpodest ist. Weil wir haben ja mitgekriegt, dass Lyrik jetzt in seinem ersten Tagebuch geschrieben hat, dass er nach Tristram kam. Auf Geheiß von Lazarus. Und wie wir aus meinem Let's Play wissen, von Diablo 1, Lazarus war der Schurke, der das alles angezettelt hat mit Diablo und Lyrics Sohn, der geopfert wurde, um Diablo wieder zu erwecken. Yay!
Und wie wir aus meinem Diablo 2 Let's Play ja erfahren haben, hat sich ja unser Held aus dem ersten Teil in die Schöne Kopf gebracht. So, jetzt nochmal. In Diablo 2 haben wir erfahren, dass der Held aus dem... Hallo, wenn der Kuchen spricht, hat der Krümel zu schweigen. Nee, also im zweiten Teil haben wir erfahren, dass der Held aus dem ersten Teil sich den Seelenstein in den Kopf gerammt hat. Warum auch immer. Wir haben es ja auch im Outro gesehen. In Diablo 1. Und ja. Am Ende haben wir ihn ja aufgehalten. Und haben eigentlich Diablos Seelenstein zerstört. Also jetzt die Frage. Wie kommt Diablo jetzt wieder? Dö. Das erfahren wir. Peu à peu in diesem Let's Play. Also hallo, ein Diablo ohne Diablo wäre ja fatal. So, gucken wir mal. Wir haben jetzt die Krone aufgesetzt. Okay, das sieht schon mal wesentlich besser aus wie auf der Switch. Wesentlich. Das ist noch nicht mal so aufwendig animiert in der Switch-Version. So, da ist der Skelettkönig. Kann ich hier noch die Fähigkeiten ändern? Nein. Ich muss mich noch gedulden. So, das war der Skelettkönig. Wir haben nämlich jetzt die Krone von ihm erhalten, so wie in Diablo 1 auch. Lyric-Krone. Verstärkt die Wirkung jedes Edelsteins, der in diesen Gegenstand eingesetzt wird, um 94%. Dieser Effekt wirkt sich nicht auf legendäre Edelsteine aus. So, es gibt diese legendären Edelsteine, die kriegt man aus den Portalen. Das ist eine so besondere Mission, die man machen kann. Und ich habe am Anfang immer gedacht, wenn ich die da reinmache, dann habe ich ja plus 94, aber nein. Ich weiß gar nicht, ob am Anfang das schon so da stand. Ich bin der Meinung, nein, das stand da nicht so da. Dass die das erst im Nachhinein so reingeschrieben haben. So. Wunderbar ist. Genau richtig. Können wir uns ja mal selbst angucken. Sehen wir nicht wunderschön aus? Mit diesem fliegenden Herzen in der Hand, das so aussieht wie aus Dishonored. Unserer tollen Krone. So. Verlassene Kammer. Sprecht mit dem Fremden. Hier ist der Krater. Und da ist jemand. Der Fremde. Das kommt unerwartet. Wie seid ihr hierher gekommen? Ich erinnere mich daran, zu fallen. Wer seid ihr? Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Bevor wir nach Antworten suchen, sollten wir euch zunächst in Sicherheit bringen. So, kehrt nach Neu-Tristram zurück.
Zack. Cutscene. Ich dachte zunächst, es wäre ein gefallener Stern. Doch in Wahrheit war es bloß ein Mensch. Und natürlich kann er sich auch an nichts mehr erinnern. Wie praktisch. Vielleicht weiß Deckard Cain mehr. Deckard weiß alles. Dim, dim. So, bevor wir aber mit Cain sprechen, gucken wir mal. Zack, zack, zack. Nichts Besonderes. So, man kann eigentlich immer mit den Leuten auch reden. Zurück an der Schmiede. Und erfährt dann immer neue Sachen. Ich unterhalte mich nicht mit allen. Das ist in Ordnung. Ich werde jetzt zwar Unterhaltungen mit denen führen immer mal wieder. Oder auch hier mit... Später kommt noch ein Juwelenschmied hinzu. Mit dem kann man sich auch unterhalten. Der hat auch eine spezielle Quest. Hier die Dame hier auch. Das ist noch nicht so weit. Aber der Juwelenschmied, dass der noch nicht da ist, wundert mich, weil Myriam, die bekommen wir eigentlich auch erst später. Der Juwelentyp ist eigentlich hier. Aber warum sie schon da ist? War die schon immer da von Anfang an? Ich war der Meinung, die kriegt man erst später. Komisch. So, gehen wir mal hier hin. Hier ist nichts. Nichts zu lesen. Höchstwahrscheinlich, nachdem wir mit Cain gesprochen haben. Gehen wir mal zu dem hier. Null, okay. Ich fand ihn im Krater des Sterns. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Das wird helfen. Coole Sache. Also das ist echt cool, dass man jetzt dem alles geben kann. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir. Aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Wieder mal drei. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Natürlich, immer. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Möglich. Wir werden unsere Antworten erhalten, sobald wir das Schwert haben. Düdüm. So, wir können natürlich auch mit ihm reden. Bla bla bla. Könnt ihr euch schon an mehr erinnern? Nur an Wogen aus Licht und eine Art Schmerz. Ihr seht aus, als ob ihr euch nicht wohlfühlt. Die Leere zehrt an mir. Es ist eine Art ständiges Scheitern. Verzagt nicht. Ich werde bald mit dem Schwert zurückkehren. Tüte. So. Das ist jetzt am einfachsten, glaube ich. Wenn wir hier zum Friedhof zurückkehren und hier lang. Denn hier geht es zu den Feldern des Elends. Wenn es hier ein Schwert gibt, dann finden wir es auch. Sucht nach der Höhle der Katzra. So, diese Ziegenmenschen, die habe ich ja schon im ersten Teil gehasst. Im zweiten Teil ging es eigentlich.
Was ich merkwürdig finde, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ob es euch auch so geht. Ich habe in Diablo 2 und Diablo 3 hier auf dieses Wissen habe ich lange gewartet. Den ersten und den zweiten Akt geliebt. Den dritten Akt mag ich in keinem der beiden. Finde ich furchtbar. Und der vierte ist wieder bockschwer. Und der fünfte geht dann wieder. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also, mir ging es ständig so. Ganz komisch, aber ist halt. Schwingt zwei beschworene Sensen vor euch, versucht Schaden und zieht Gegner zusammen. Oh, warum nicht? Oh, bei Golem. Nehmen wir einfach. Beordert den Golem zum Zielort, wo er sich in einem großen Leichenhaufen mit nutzbaren Leichen auflöst. Okay. So, was macht das jetzt? Ah, zwei Sensen. Okay. Cool, cool. Ist doof, weil dadurch ist es ja eigentlich ein Nahkampf geworden. Da, ein würdiger Gegner. Also ich würde das gerne wieder ändern wollen. Finde ich ein bisschen nervig. So. Ist das die Höhle? Ah, hier lebt noch jemand. Kuriositätenhaus? Gehen wir mal rein. Oh. Beeindruckend. Ihr habt den Khazra getrotzt, nur um meine Waren zu begutachten? What? Gut, die kannte ich auch noch nicht. Das ist auch das erste Mal für mich. Cool. Mehr kann ich nicht machen? Echt jetzt? Gut. Ich werde es benutzen. Oder schlecht. So, ich folge mal einfach dem Weg. Also das mit dem Akt ist mir so aufgefallen. So, hä? Ich mag Akt 1, Akt 2. Auch also in Diablo 2. Dann kommt Akt 3. Finde ich super nervig. Hier auch. In dem dritten Teil finde ich auch den dritten Akt furchtbar. Und Akt 4 war immer für mich bockschwer. Egal. Ob 2 oder 3. Eine monströse Kreatur. Nee, das ist die alte Mühle. Aber können wir da schon hin? Nee, ne? Schade. Also wir müssen erstmal die Höhle suchen. Und dann geht's hier an der alten Mühle hoch. Und ich merke gerade, ich nehme wieder viel zu lange auf. Jetzt suchen wir schnell die Höhle. Und dann holen wir uns das Schwertteil. Ich mache eine kurze Pause. Abgelegene Hütte. Was ist das? Ausgeplündertes Haus. Okay. Hühner. Huhn hatte ich doch auch schon als Gefährten. Fällt mir gerade so ein, als ich das Huhn gesehen habe. Komisch, dass mir meine Gefährten irgendwie fehlen. Schneller. Weil dich mal. Zeit läuft.
Ich muss irgendwie ein bisschen mehr die Zeit im Blick haben. Weil Diablo ist einer der Spieler, die mich echt in sich einsaugt. Und da kann ich Stunden drin versenken. Mir fehlt Essenz. So. Da ist ein Ding. Schön. Habe aber, glaube ich, nichts Gescheites gekriegt. Spiegel. Aber ein schönes Schwert. Für ihn. Danke. Perfekt. Bitte. Moin. Vielleicht hätte ich echt mich in die Stadt porten sollen und erst später. Nee, ich denke, wir machen hier eine kurze Pause. Und dann schauen wir, wie hier diese Nebenquest abläuft und dann suchen wir die Höhle. Das ist vielleicht am einfachsten. So, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Über einen Kommentar und im Kommentariat auch. Und natürlich über neue Abonnenten. Vielen herzlichen Dank, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.